Das Konzept zu einer globalen Ethik. Die Idee des Weltethos nennen. Those shared global ethical values. Weltethos. Universal values are more acutely needed in this age of globalization than ever. Every society needs to be bound together by common values so that its members know what to expect from each other and have some shared principles by which to manage their differences without resorting to violence. Hans Küng war damals ein weltbekannter Theologe. Ich habe ja selbst auch studiert in Rom am Germanicum, an der Gregoriana. Und das waren die Themen, die dran waren. Wie gelingt Aufbruch in der Kirche? Wie gelingt gutes Zusammenleben? Wie können wir Menschlichkeit bewahren mit einem Christentum, das in unser Jahrhundert passt? Es gibt wenig, was mich nicht stolz macht, Teil des Weltethos-Projekts zu sein. Ja? Es gibt großartige Kolleginnen und Kollegen. Es gibt eine wunderbare Arbeitsumgebung. Es gibt Themen, die mich jeden Tag faszinieren. Ja? Und es gibt vor allem eben Möglichkeiten zu lernen, sich permanent weiterzuentwickeln. Was mich besonders begeistert an der Weltethos-Idee, ist eigentlich, dass es eine konstruktive Idee ist für alle Menschen, für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt, egal wo er herkommt, egal an was er glaubt. Wenn ich Revue passieren lasse, was er uns am Ende damit vermacht hat, ist eben auch zu zeigen, ich kann mit Mut einen neuen Weg gehen. Und wenn ich das tue, kann ich viele Menschen begeistern und kann auch Dinge bewegen zum Guten hin. Und ich denke, das ist so eines der Vermächtnisse, von denen ich hoffe, dass wir sie insgesamt, aber dass ich sie persönlich in den Facetten, die mich beschäftigen, weitertragen kann. Ich glaube, das Label Papstkritiker oder Kirchenrebell wäre ihm schon vor 40 Jahren nicht gerecht geworden, als er 1979 den Entzug der Lehrerlaubnis der Kirche erfahren musste. Hans Küng war immer auch ein öffentlicher Intellektueller, ein Zeitdiagnostiker, der sich eingesetzt hat für Veränderung, der die Zeichen der Zeit erkannt hat und dem in seiner Arbeit immer wichtig war, dass die Kirche sich modernisiert, damit ein Glaubensangebot auch modernisiert wird, damit der Glauben eine gute, ich sag mal, moderne Form findet. Insofern ging es ihm gar nicht immer nur irgendwie um innerkirchliche, theologische Fragen, sondern eben auch um die Bewährung eines religiösen Angebots in der Moderne. Das Thema Weltethos kann nur verstanden werden vor dem Hintergrund des ganzen großen Werkes von Hans Küng. Und ich denke, das ist das große Erbe auf der einen Seite vom Akademischen, vom Inhaltlichen her. Und das zweite große Erbe, was wir, glaube ich, haben, ist die Verpflichtung, dieses Thema den Menschen adäquat nahezubringen. Das war ja immer seine große Mission, dass er versucht hat, sich verständlich zu machen für alle Menschen und dass wir klar machen, das Weltethos-Thema ist kein akademisches Thema, kein abgehobenes Thema, sondern es soll helfen, die Welt besser zu machen, es soll helfen, den Menschen ihr Leben zu gestalten, es soll helfen, unser Zusammenleben besser gelingen zu lassen. Und uns daran immer wieder zu erinnern, dass wir daraus keine abgehobene Glasperlenspielerei machen, sondern ein Thema, das mitten im Leben spielt und das helfen soll, diese globalisierte Welt besser zu machen. Daran müssen wir uns immer erinnern und das ist unser ganz wichtiges Erbe. Ich hoffe einfach mit den Weltethos-Schulen, dass wir dazu beitragen, dass wir das Bewusstsein für diese gemeinsamen Werte, die alle Menschen teilen, eben mit der nächsten Generation eben teilen können und diese für sich dann diese konstruktiv in ihr Leben einbauen können und eben ein Teil der Gesellschaft sein können, konstruktiv mitarbeiten und positiv versuchen, diese doch erstmal schwierig erscheinende Zukunft zu gestalten. Wenn ich von Weltethos spreche, spreche ich ja nun mal von der ganzen Welt. Und hier hat Hans Küng interessanterweise einen Begriff vorweggenommen, den wir heute stark gebrauchen, nämlich den Begriff der globalen Zivilgesellschaft. Ich verstehe die globale Zivilgesellschaft als alle hier und heute auf diesem Planeten lebenden Menschen und ihre Institutionen. Dazu kann man mehr sagen, aber die Hauptfrage ist doch, wie leben wir gut zusammen? Das fängt an bei der Frage, welche Rechte haben Menschen? Das geht weiter bei der Frage, welche Werte gelten international, gelten global? Die Achtung des anderen in seiner Welt, in seinen Überzeugungen, das ist Grundlage von Weltethos. Und das brauchen wir heute immer stärker in den Unternehmen, in den Organisationen, aber auch in der internationalen Zusammenarbeit. Weltethos ist für mich eigentlich globale und menschheitliche Fragen persönlich zu nehmen und zu versuchen, auf diese Fragen zu antworten mit menschlichen Werten, indem wir versuchen, menschlichen Werten
urmenschlichen Werten gerecht zu werden, wie Hans Küng sie genannt hat, also Menschlichkeit, goldene Regel, Partnerschaft, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit und die Suche nach Gerechtigkeit. Ich glaube, dass wenn wir die zusammen praktizieren, dann sind wir dialogfähig. Und das ist auch so ein Wort, ich glaube, Weltethos in einem Wort heißt Dialogfähigkeit. Es geht nicht um Dialog als Selbstzweck, es geht nicht um Wertevermittlung als Selbstzweck, weil das an sich schon gut wäre. Es geht um den Frieden zwischen den Menschen. Und warum? Wir müssen uns bei allem fragen, wozu das Ganze? Wozu machen wir unsere Arbeit? Wozu machen wir Schularbeit? Wozu machen wir Wirtschaftsethik und dergleichen? Es muss alles letztlich dem dienen, was sozusagen im Kern des Weltethos steckt. Und das ist die Würde des Menschen. Es muss bei allem um die Würde des Menschen gehen. Und den Frieden zu stärken, ist ein unmittelbarer Beitrag zur Stärkung der Menschenwürde. Ohne die Menschenwürde hat das alles hier, was wir hier machen, keinen Wert. Die Vision, die wir haben, ist klar definiert, dass es besteht unter einerseits der Frieden unter den Religionen als Voraussetzung für den Frieden unter den Nationen und das auf einer ethischen Basis eines gemeinsamen Menschheitsethos. Das ist nicht etwa illusionäre Ideen. Ich habe gerade jetzt gehört, der Vorsitzende des Rates der kenianischen Muslime hat dem Papst ein Motto zitiert mit Namensnennung, das ich formuliert habe, kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog der Religionen. Und hat das dem Papst gesagt und erfreulicherweise, Papst Franziskus ist ja unseren Ideen sehr freundlich gesinnt, hat er zugestimmt sofort. Also der Dialog der Religion ist jetzt wirklich, glaube ich, eine Sache, wo niemand in der Kirche dagegen sein kann. Für mich persönlich war Hans Küng ein großer Menschenfreund. Ein großer Menschenfreund, der ganz viel Respekt vor anderen Menschen auch hatte. Auch vor dem Anderssein von anderen Menschen, der neugierig war auf andere Menschen. Und Hans Küng war ein ganz verlässlicher Freund, der den großen Blick für ganz kleine Anliegen auch hatte. Ja, der hat genau gesehen, was in einem vorgeht. Und wenn er irgendwie helfen konnte, hat er geholfen. Er war, wie er war, in seinem Leben, in seinem Lebensstil, in seiner Lebensform natürlich auf seine Weise irgendwie verhaftet und hat auch zu dem gestanden, dass er eben dies und das nicht leisten kann oder dass eben so ist, wie er ist. Aber sobald er irgendwie gesehen hat, und auch erlebt hat, auch gespürt hat, dass er jemandem helfen kann in irgendeiner Weise, hat er das getan. Insofern ist er über die Jahre zu einem sehr, sehr guten Freund geworden. Ja, also ich muss sagen, er war ein anspruchsvoller Chef, aber auch, ja, er war so über allem auch so ein bisschen der Patriarch in seinem Haus und in der Zusammenarbeit. Wobei ich sagen muss, man hatte immer das Gefühl, wenn man auch persönlich, also er fühlte sich auch persönlich verantwortlich, dass es seinem Team, seinen Leuten gut geht. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn es mal ein Problem, was wirklich was Schlimmes ist oder wo ich Hilfe brauche, dass ich damit zu ihm kommen kann. Also und auf der anderen Seite auch, was ich so auch mitnehme ist oder so in Erinnerung behalte, ist seine Dankbarkeit. Die er hatte jetzt nicht nur im Alter für alle Hilfe, die er bekommen hat, sondern ich weiß nicht, es war so bei besonderen Veranstaltungen, Ereignissen, Festen oder sowas, war so ein Ritual. Also es war ihm, viele Rituale waren ihm schon ganz wichtig, so feste Abläufe. Aber das fand ich immer sehr schön, dass er direkt danach sein Team zusammengerufen hat und sich dann bedankt hat für die Unterstützung, für die Vorbereitung, für die geleistete Arbeit. Und das finde ich sehr schön, diese konstante Wertschätzung, die man da auch erfahren hat. Und auch, er hatte auch niemanden vergessen, ja, da würde ich noch gerne erwähnen, bei dieser Wertschätzung, die hat er auch geäußert oder hat man so mitbekommen gegenüber seiner langjährigen Wirtschafterin. Das war Frau Sibylle Abt, die hat 30 Jahre in seinem Haus gearbeitet. Also das fand ich auch sehr schön, dass er sie damit auch mit eingeschlossen hat und dass man das mitbekommen hat, dass er wie
toll er ihre Arbeit fand und ihre Unterstützung in ihrem Bereich dann. Hans Küng habe ich ziemlich genau vor 15 Jahren, ein bisschen mehr als vor 15 Jahren, das erste Mal getroffen. Und ich war total hin und weg, wie warmherzig und freundlich er war und so nahbar. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt bei so einem berühmten Menschen. Und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Und wir haben auch immer viel miteinander gelacht. Das war schön. Wir haben uns einfach da humormäßig gut verstanden. Persönlich geprägt haben mich vor allem die Gespräche und dass er bis zum Schluss, wenn er mit einem sprach, einem die volle Aufmerksamkeit widmete. Er ging ganz und gar auf einen ein und was er dann sagte, hatte Hand und Fuß. Also er war sehr klar in seiner Aussage bis zum Schluss, auch krankheitsbedingt etwas langsam, aber sein Geist und sein Herz waren in Einklang. Das hat mich am meisten beeindruckt. Also dadurch, dass ich schon relativ spät angefangen habe, im Projekt Weltethos zu arbeiten, habe ich Hans Küng nicht mehr im Gespräch kennengelernt, sondern ich habe ihn natürlich ein paar Mal bei Gelegenheiten gesehen, habe ihn aber vor allen Dingen, ich habe eine sehr enge Verbindung zu ihm durch seine Werke bekommen, also durch das Lesen seiner Bücher, aber auch durch die, ja, also durch die Vorlesungen, die man auch einfach noch anhören kann. Die sind tatsächlich, also wirken ein bisschen aus der Zeit gefallen, was die Medientechnik angeht, aber wow. Ist schon deep und da muss ich sagen, habe ich eine sehr persönliche Beziehung zu Hans Küng, denn es ist mir vor kurzem mal passiert, dass es mir nicht besonders gut ging. Ich hatte eine schlechte Woche und zufällig hat mir ein Kollege eine Vorlesung geschickt, die ich mir in Gänze angeschaut habe, obwohl ich es nicht geplant hatte. Und man muss es schon sich selbst mal anschauen. Also der Mann hat wirklich die Fähigkeit gehabt, Menschen ganz direkt anzusprechen. Und diese Beziehung zu Hans Küng habe ich und die werde ich vermutlich auch immer haben. Also ich kann nicht zurückblicken auf viele Gespräche oder Spaziergänge, aber ich habe das Gefühl, unsere Beziehung hat vielleicht auch gerade erst angefangen. Von einem, meine ich, gesicherten, festen Standpunkt aus ist eine ganz heitliche Weltsicht möglich, die nicht nur die Welt der Religion und Kulturen, sondern auch die Welt der Wissenschaft, der Wirtschaft und sogar der Politik umfasst. Darüber habe ich jetzt kein Wort gesagt. Diese, meine Lebensvision, ist eine argumentativ entwickelte, realistische Hoffnungsvision, die ein neues Paradigma sowohl einer friedlicheren Weltpolitik als auch einer gerechteren Weltwirtschaft einschließt. Damit verbunden eine geprüfte Hoffnung auf eine trotz allem einmal erfolgende Einheit der Kirchen in versöhnter Verschiedenheit, auf einen Frieden der Religionen als eine Voraussetzung für den Frieden unter den Nationen. Sie, meine Damen und Herren, liebe Freunde, haben mir durch Ihre anhaltend gespannte Aufmerksamkeit und Ihre fühlbare Sympathie geholfen, den langen Atem auf dieser Tour zu bewahren und haben, wenn ich es so sagen darf, das Beste aus mir herausgeholt. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen.
Das große Erbe, das Hans Küng der Stiftung hinterlässt, ist zunächst mal sein Lebenswerk. Und zwar in der ganzen Bandbreite. Das Thema Weltethos kann nur verstanden werden vor dem Hintergrund des ganzen großen Werkes von Hans Küng. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass die jungen Menschen, die bei uns in der Stiftung jetzt aktiv sind, sich auch mal auf den Weg machen, sich mit diesem großen Werk näher vertraut zu machen, damit man auch das Thema Weltethos in seiner ganzen Tiefe auch besser versteht. Hans Küng war die Wirtschaft wichtig und ist ihm immer wichtiger geworden im Laufe des Weltethos-Projektes. Für ihn waren Märkte nie eine moralfreie Zone, sondern er hat erkannt, dass die Entscheidungen an den Märkten ungeheure Konsequenzen nach sich ziehen für die Welt, für den Ressourcenverbrauch, den wir haben, für die Art und Weise, wie wir unseren Tag verbringen als Arbeitnehmerinnen. Und ihm ist klar geworden, dass wenn Weltethos eine Chance haben will, dann muss es eine Chance haben im Bereich der Wirtschaft, wo so viel Veränderung in die Welt kommt. Und deswegen hat er früh immer auch die Auseinandersetzung, den Dialog gesucht mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Also dieses Argument, dieses Projekt Weltethos hat er entworfen, immer im Blickkontakt mit der Wirtschaft. Und ihm ist dann auch klar geworden, natürlich im Verlaufe der Wirtschaftskrisen, die gekommen sind, der Finanzkrisen, welche ungeheure Kraft eigentlich die Wirtschaft hat und wie wichtig es ist, dass Moral und Märkte hier zusammenkommen, wie wichtig es ist, dass die Institutionen, die verantwortliches Wirtschaften ermöglichen, nicht allein gelassen werden von Leuten, die einfach nur ihre Gewinne maximieren. Wie auf der anderen Seite aber auch wichtig ist, dass nicht pure Gesinnungsideologie kommt, sondern Hans Küng hat über den Mittelweg gesucht zwischen Gesinnungsideologie und einer Ideologie reiner Profitmaximierung. Er hat es die verantwortetes Wirtschaften genannt, also eine Verantwortungsethik des Wirtschaftens, die er dann ausgebaut hat, zusammen auch mit führenden Wirtschaftsethikern. 2009 im Manifest Globales Weltwirtschaftsethos, darunter dann der Ökonom Jeffrey Sachs, der Hans Küng häufig besucht hat in Tübingen, der das Gespräch mit ihm weitergeführt hat, Klaus Leisinger und Josef Wieland, den führenden deutschen Wirtschaftsethikern. Und mit ihnen zusammen hat er beschrieben, was Weltethos denn konkret heißen kann für die Unternehmenspraxis, aber auch eben für die Geschäftsmodelle, für die Verantwortung der Wirtschaft für die Welt, für Mitwelt, Umwelt, Nachwelt. Und damit hat er uns ein gutes, ich sag mal, eine Agenda gegeben, die dann auch Leute aus der Wirtschaft gefördert haben. Dazu gehört auch Karl Schlecht, der Förderer dieses Instituts, der schon lange Hans Küng begleitet hatte in seinem Weltethos-Projekt und der 2012 dann ein großzügiges Versprechen gemacht hat, dieses Institut hier zu finanzieren. Karl Schlecht, ein Mittelständler aus Eichthal, der selber mit seiner Firma weltweit tätig war, Weltmarktführer, und der gesehen hat, dass die Wirtschaft Werte braucht, so wie Hans Küng sie vorgeschlagen hat. Wir am Weltethos-Institut beschäftigen uns ja ganz besonders stark mit den Auswirkungen von Weltethos auf das wirtschaftliche, aber auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Und wir haben dabei die soziale Marktwirtschaft neu entdeckt und haben formuliert, dass wir soziale Marktwirtschaft als ein Friedensprojekt sehen. Denn die soziale Marktwirtschaft im Unterschied zu anderen Modellen, die verbindet die Suche nach der besten Lösung in der Freiheit des Wettbewerbs mit der Garantie von sozialen Mindeststandards. Und diese Balance, dieses Ringen um einen guten mittleren Weg, das ist die Aufgabe, die uns bleibt. Und für uns ist das eine Auswirkung von Weltethos. Deswegen setzen wir uns auch international für dieses Thema soziale Marktwirtschaft als Friedensprojekt ein, weil auch andere erkennen in der Zwischenzeit, dass wir ein Wertegerüst brauchen, um Wirtschaft gemeinsam zu gestalten in einer Zeit großer ökologischer Krisen, großer digitaler Transformation und großer auch zentrifugaler Kräfte, wo es darauf ankommt, dass wir zusammenarbeiten und nicht nur gegeneinander arbeiten. Seit 2014 bin ich am Institut tätig im Bereich Lehre und Forschung und es ist wunderbar zu sehen, dass man Verantwortung lehren kann, indem man Begeisterung lehrt und indem man zeigt, es gibt andere und neue Wege. Und meine Erfahrung mit den meisten Studierenden, die bei uns hier sind, sind, sie suchen am Weltethos-Institut neue Anregungen und neue Wege. Und das gemeinsam hier gestalten zu können und jeden Tag die Studierenden auch zu fordern, über den Punkt hinaus, wo sie eigentlich nicht mehr wollen, aber hinterher begeistert sagen, sie haben etwas gelernt, das ist der Eros, der mich an der Lehre
mehr begeistert als am reinen Schreiben. Am Institut ist uns wichtig, dass der Weltethos-Gedanke in die Welt kommt, nicht nur alleine durch die Forschung, wo er Anschluss finden soll an andere sozialwissenschaftliche Forschung, sondern natürlich auch in der Lehre. Uns ist ganz wichtig, jungen Menschen, die, ich sag mal, in diesem 21. Jahrhundert die Dringlichkeit der Fragen leider ja noch viel stärker spüren würden, als wir heute es tun, die Dringlichkeit der Fragen, die Hans Küng zum friedlichen Überleben der Menschheit aufgeworfen hat, dass die eine Chance haben, sich mit diesem Erbe, mit den Ideen Hans Küngs auseinanderzusetzen. Und dafür haben wir ein großes Lehrprogramm hier an der, traditionelles Lehrprogramm einerseits an der Universität mit den Seminaren, die wir anbieten, zum Zweiten aber auch mit der World Citizen School. Wir fördern ja mit der World Citizen School auch Changemaker. Wir wollen Menschen unterstützen, die einen Unterschied im Leben machen wollen, gemeinsam mit anderen. Und Hans Küng ist in diesem Sinne ein Changemaker par excellence. Und was auch noch für mich eine ganz tolle Erkenntnis war, war sein Verständnis von der Kirche als in Anführungsstrichen lernende Organisation, als eine, die sich entwickelt und immer wieder dazulernt und eben nicht stehen bleibt. Und dieser Geist, der steckt eben auch in all in unserer Lernphilosophie, wenn wir Teams und Organisationen unterstützen, dass es eben lernende Organisationen sind, die sich entwickeln. Also diese weltethische Methode des Dialogs um gemeinsame Werte, Ziele und Visionen. Im Bereich Praxis haben wir angefangen, eine emotionale Lernreise so zu organisieren, dass wir Menschen aus der Wirtschaft als Weltethos Ambassadors ausbilden, wir sie hier haben und wir sie als Young Ambassadors oder als Ambassadors mitten im Berufsleben mit den Werten aus dem Weltethos-Projekt, aus der Weltethos-Idee konfrontieren, mit ihnen diese Werte erörtern und ihnen helfen, diese Werte in ihren Organisationen, in ihren Unternehmen zu verankern. Dazu bauen wir eine eigene Weltethos Ambassador Community auf, die im Grunde das berufstätige Pendant ist zur World Citizen School, der ein anderer Teil dieses Aktivitätenspektrums ist, das wir hier vor Ort in Tübingen machen, mit sozialen Initiativen an der Universität in Tübingen. Mein Name ist Silvia Kleisch und ich arbeite bei der Stiftung Weltethos im Projekt World Lab. Ich würde sagen, die Weltethos-Idee ist natürlich einerseits die Grundlage für die ganze Arbeit im World Lab. Und auf der anderen Seite natürlich auch das in den Alltag bringen dieser Idee, also die praktische Umsetzung dessen. Insofern, als dass jetzt zum Beispiel im World Lab sich die Schülerinnen und Schüler über Werte unterhalten, Werte ausdiskutieren, aushandeln und sich auf gemeinsame Werte einigen. Weltethos ist keine Versammlung von alten Männern, die irgendwelche Wahrheiten vom Berg verkünden, sondern es ist ein großartiges, wie wir sagen, Lernprogramm. Ja? Und zwar für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und das ist das Tolle am Weltethos. Weltethos ist in die Zukunft gerichtet. Ja? Wir trauern jetzt um Hans Küng, ja, mit Recht. Und wir haben etwas Großes verloren, einen großen Menschen verloren. Aber wir haben dieses wunderbare Projekt, das er gestartet hat. Und das reicht in die Zukunft. Ja? Wir sitzen in einem Fahrzeug, das in die Zukunft fährt. Ja? Das ist das Entscheidende am Weltethos. Ja? Nicht der Tempel, von dem aus verkündet wird, sondern eher das Schiff, das auf dem Meer fährt. Das ist für mich das Entscheidende. Und deswegen bin ich sehr stolz und immer stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Geist. Ist lebendig geblieben. Ich bin beeindruckt von der Arbeit, die sie machen. Ich bin beeindruckt von der Gemeinschaft, die aufgekommen ist zwischen allen, der Stiftung, dem Institut. Und ich freue mich sehr, dass alles so weitergeht. Ich selber habe also nichts zu sagen. Ich habe allerdings ein Buch mitgebracht, das mir schon aus der Hand gefallen ist. Das ist der sechste Band, der achte Band meiner sämtlichen Werke, der das Thema Christsein betrifft. Das ist ein großes Werk geworden, aufgrund der Reaktion und all dem, was drin ist. Ich brauche darüber nicht zu reden. Ich möchte nur sagen, alles, was ich da geschrieben habe, habe ich am Ende wieder zusammengefasst in einen einzigen Satz, der auch für uns hier, glaube ich, der richtige Satz ist, weil er auf Weihnachten verweist, in einer ganz anderen Weise. Es ist mir immer die Frage gewesen, was meint eigentlich die christliche Botschaft? Die sage ich hier am Schluss in einem Satz,
In der Nachfolge Jesu Christi kann der Mensch in der Welt von heute wahrhaft menschlich leben. Leben, leiden und sterben. Weil in Glück und Unglück, Leben und Tod gehalten von Gott und hilfreich für Menschen. Das ist zusammen, ein Satz zusammengefasst. Danke, dass ich da dabei sein darf. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen auch gesegnete Weihnachten. Thank you.